Diesmal dreht sich alles um unsere Woche rund um Menorcas Hauptstadt Mahon. Wieso das Segeln um das Südostkap herum seine Tücken hat und warum es morgens um 3 Uhr Honigbrote bei uns an Bord gab, seht ihr gleich. Außerdem klären wir, ob ich zukünftig wirklich frischen Fisch vom Einkaufszettel streichen kann. Wir sind Petra und Michael und segeln auf unserer Carlotta, einer Nordship 38, durchs Mittelmeer. Und sehr gerne nehmen wir euch bei unseren kleinen und großen Abenteuern mit. Wirklich eine wunderschöne Küste. Das war echt prima da. Carla Porter. Sehr zu empfehlen. Entspannt und gut gelaunt geht's jetzt Richtung Mahon. Zuerst mussten wir aber das Südostkap umrunden. Entweder segelt man vielleicht entspannter um die Insel Del Air außen herum oder wählt die Passage unter Land. Noch kreuzten wir uns bei leider abnehmendem Gegenwind ganz gut an die Ecke heran und wunderten uns zuerst schon, warum vor allen Dingen entgegenkommende Schiffe unter Motor fuhren. Dann steckten wir mittendrin. Der Wind und die gegenläufige Strömung sorgten für quirlige Wellenturbulenzen. Ist dort halt auch nur maximal 7 Meter tief. Gar nicht dramatisch, alles halb so wild. Vor allen Dingen beim Anblick dieser Meeresfarbe. Und so hatte sich das Ganze seglerisch gestaltet. An dieser Stelle hatten wir die Strömung verspürt. Von da an nach dem Motto, halb zog es uns, halb schob es uns. Irgendwann fühlen sich 2 Knoten Fahrt wie Stillstand an. Motor an, direkten Kurs in die Bucht von Mahon. Ach prima, Kreuzfahrttouristen werden von hier in die Stadt geschattelt. Wir wählten den rechten Buchtzulauf, um uns die einzige Ankerbucht Mahons anzusehen. So, jetzt erstmal den Umweg über den Ankerplatz, wo wir aber heute nicht bleiben. Es kommt zu viel Wind die nächsten 3 Tage. Wir gehen tiefer zum Hafen hinein. So, angesehen, für gut befunden, hier kommen wir auf jeden Fall wieder her. Und jetzt geht's durch diesen schmalen Kanal in den Hafen Mahon. Ach was, so schmal ist der gar nicht. Wir schätzen so mindestens 12 Meter und überall 3 Meter tief. Also wenn das nicht muckelig hier ist. Echt idyllisch. Aber ankern darf man nur da vorne. Viele, viele geschmackvolle Bauten. Bis kurz vor unser Ziel, den schwimmenden Pontons gegenüber der Stadt. Mindestens 32 Schiffe passen an die 2 gepflegten Holzstege. Für uns eine gute Alternative zur Marina, die im September immer noch 60 Euro kostete. Und wer hat abends schon einen so schönen Blick auf das Ufer an der Altstadt? So, offizielles Dinghy Dock. Da kommen alle von den Floatings hier rüber. Passt gut! So, da links ist das Ende vom Fjord. Bisschen Industrie.
drüben das ganze Militärgebiet bis zu unseren Floatings. Da unten liegen wir. Wir kehrten der Wasserseite den Rücken und ließen uns durch die Stadt treiben. Ein kleiner Park in der Innenstadt. Ganz ruhig hier. Und schattig. Das soll wohl gerade ein bisschen mehr belebt werden. Tut dem Park auch ganz gut. Aber einmal so zum Durchschlendern raus aus den Straßen ist schon ganz schön. Vorbei an den gepflegten Häusern vorm Rathaus peilten wir das Nebengebäude der Kirche del Carme an. Hier verstecken sich die historischen Markthallen. Und gleich nebenan der Fischmarkt. Hier herrscht eine locker fröhliche Stimmung. Okay, nicht bei allen, aber filetiert waren die für uns genau das Richtige. Und einer hatte auf dem Rückweg wohl schon platte Füße. Wie nennt man ein Faultier mit 5 Buchstaben? Fängt mit M an und hört mit Icher auf. Und jetzt treibt er ganz langsam ab im Schlauchboot. Und ich sitze hier mit dem Kram zum Wegräumen. Wir bauen ab, denn da kommt mal wieder eins. Es blitzt irgendwo im Norden Menorcas schon. Um 20 Uhr ging es los, allerdings auch auf Sardinien und dem Festland. Hier geht gerade die Welt unter. Die Blitze kamen in immer kürzeren Abständen. Der Starkregen vertrieb uns unter Deck. Nach einer Verschnaufpause holte uns das nächste Gewitter aus dem Schlaf. 3 Uhr morgens. Das Gewitter hält uns auf Trab. Wir haben Hunger. Alle. Da tobten sich echt mehrere Gewitterzellen im westlichen Mittelmeer aus. Menorca war hier morgens um 3 deutlich stärker betroffen als Mallorca. Und dann zog der Trubel zum Glück südwestlich von uns weg. Am nächsten Morgen hatte ein Schwarm jagender Makrelen unseren Liegeplatz-Nachbarn David zum Angeln inspiriert. Ob diese große Fähre wohl Einfluss auf seine Erfolge hatte? Schon ganz cool, ohne Schwell. Laute Motoren, aber keine Welle. Optisch bleiben das für mich Fremdkörper an solchen Orten. Dem Zusammenspiel zwischen Angler und Makrelen hatte die Fähre jedenfalls nicht geschadet. So, Ina, was hat dein Mann für uns gefangen? Eine Goldflossenmakrele. Eine von vielen. Zeig mal. Oh, die ist echt hübsch. Vielen Dank. Super gerne. Hier kann er schwimmen. Wo? Jetzt wirst du entschuppt. Und dann ging's ab in die Pfanne. So, das Menü ist zubereitet. Goldflossenmakrele mit Bratkartoffeln. Rucola, Pesto. Guten Appetit. Und dann kam, was kommen musste. Angeln, Erstausstattung. Jetzt kann's losgehen. Gute Beratung von David. So, nimmst du mal die Rute? Oh nee, du hast wirklich eine gekauft. Ja, klar. Was noch? Eine Rolle und Köder und eine Sehne. So, ein neues Hobby-Zeitalter hat angefangen. Jetzt, wo der Fisch so lecker geschmeckt hat, muss ich natürlich selber welchen fangen. Mal sehen. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Anglerkunde. Micha geht in Unterricht. Das sollte funktionieren. Und während der Fährverkehr seinen Betrieb fortsetzte, träumte ein neuer Hobbyangler von eifrig beißenden Fischen. Unser Umzug in die Ankerbucht kam da gerade zum rechten Zeitpunkt. Und weil der Anblick der nördlichen Buchtseite so schön ist, fuhren wir da einfach gemütlich wieder entlang. Jetzt suchen wir uns einen feinen Ankerplatz. Erster Landausflug.
und ein erster Blick auf die Nordseite Menorcas. Und so eine andere Landschaft. Nur auf der anderen Seite der Insel. Nichts mehr mit Kalksandstein hier. Schiefer ist das. Und sieht alles gleich viel gewaltiger aus. Ersten Hügel bezwungen. Mit Blick auf das gigantische Fort. Gleicher Tag, gleicher Abend, erste Versuche. Nur so ein kleiner. Die Fische ließen sich zwar nicht locken, aber die Farbschattierung beim Sonnenuntergang glichen das absolut aus. Wow, was für ein Abendlicht. Oh ey, morgens 8:30. Ist das friedlich hier. So, und da kommt nachher der starke Westwind. So richtig dolle. Und das alte Lazarett, das schützt uns davor. Geht wieder los, eine Runde surfen. Bis Windstärke 5, hier im schicken Grün bei Windy angezeigt, war für mich ja in dieser wellenarmen Bucht ganz perfekt. Allerdings liegt man hier unterhalb der historischen Mauern so gut geschützt, dass viel zu wenig Surfwind ankam. Also die einen nennen das eine Surfsegeltrocknungsanlage. Und andere würden vielleicht auch sagen, das ist jetzt eine Catch, aber oh, ein bisschen getrimmt werden müsste sie noch. Das ist so schön morgens, wenn das alles so ruhig ist. Perfekt für einen Dinghy-Ausflug an Land. Anlanden kann man hier super neben diesem verfallenen Bootshaus. Gut von hier oben zu sehen, wie sicher und eingebettet die Schiffe in dieser Bucht liegen. Nordöstliche Winde können zwar reinpusten, aber hohe Wellen muss man nie fürchten. Der Weg führte uns bis zur alten Festung und bot dort einen grandiosen Weitblick bis Mahon. Na, was sinnierst du hier? Der Ort strahlt so eine Ruhe aus hier mit den dicken Steinen und der Blick aufs Meer. Es ist unheimlich entspannend, hier zu stehen. Schlau ist, wer sich schon vorher über die Öffnungszeiten informiert. Wir waren aber auch so schon beeindruckt. Und tatsächlich ließ sich das abends noch steigern. Ist das krass oder was? Boah, was für ein Abendhimmel. Eine geniale Ankerbucht. Boah, gleich geht hier die Welt unter. Aber erstmal kämpft die Sonne dagegen an. Also bei all den schönen Sonnenbildern der letzten Tage, wir geben es ja auch zu, es ist auch bei uns etwas kälter geworden. Aber nicht nur jetzt an dieser nördlichen Kaltfront. 17 Grad, ja, wir haben uns mal unter Deck verkrümelt und das geht bei unserem Schiff ja super. Schön Zeitung lesen. Draußen wechselten sich Sonne und Regen ab. Was den einen traurig stimmte,
gab dem anderen aber Zeit für wichtige Überlegungen. Ja, jetzt stehen wir hier mit der Frage, wohin mit dem Watermaker? Gibt ja verschiedene Optionen. Eventuell hier, mach mal die Schubladen wegnehmen und die hier unter die Decke zu hängen. Da nimmt er am wenigsten Platz weg. Dann die Alternative, hier oben zum Beispiel, da an die Bordwand und dann hier rüberziehen, dann würde aber hier über dieses Brett hinweggehen bis dahin. Das ist auch ein bisschen zu weit, weil hier auch der Torpedo hingehängt wird. Das ist alles zu überlegen. Mal gucken, wo wir da landen hier. Wir werden erstmal alles im November alles ausräumen, dass ich hier in Ruhe planen und arbeiten kann. Und dann schauen wir mal, wo er hinkommt. Aber da willst du das jetzt nicht installieren, oder? Nee, aber der Tisch entspricht ungefähr der Größe der Platte, die ich da in der Backskiste habe, um die ganzen Filter zu installieren. Also kann man das hier gut simulieren. Oder wenn ich den, warte mal, hier muss ich ein Zwischenstück für die Druckwasserpumpe machen. Der soll möglichst auf Höhe der Wasserlinie sein. So, dann kann ich den hier, oben habe ich noch ein bisschen Platz, da geht er oben zur Anlage. Und den hier kann ich zur Frischwasserpumpe. Oder, ja, gut. Es gibt viele Überlegungen. Also, wir haben tatsächlich heute den 1. Oktober. Und wie das hier so draußen aussieht, kann man vielleicht schon an dem blendenden Licht sehen, was mich hier so anstrahlt. Ich zeige euch mal die andere Seite. Lässt sich aushalten, oder? Gerade so eben. So, wir sind in den Startvorbereitungen für Adaya. Ich schwimme da heute hin. Und das ist so herrliches Wasser heute Morgen. Wir müssten einfach noch mal reinhüpfen, bevor wir den Motor anschmeißen. So, komm raus, so kleiner Goldfisch. So, jetzt gibt's die Festung mal von außen. Okay, die Restwelle ist noch da. Mal schauen, wie das gleich hinter der Ecke aussieht. In der Bucht war das so schön ruhig. Ihr seht schon, wir nehmen euch mit auf die Nordseite Menorcas. Ins bezaubernde Adaya. Daisy entdeckte ganz offensichtlich noch weitere Traumziele. Und ob ich nun auch ein neues Hobby entwickelte, zeigen wir euch im nächsten Video.